Ich möchte das erstmal nicht machen. Denn man schlägt damit nur erstmal mit der Einhandwaffe. Wir waren jetzt gerade so dicht an der Barriere dran. Man schlägt dann mit der Einhandwaffe nur schneller zu. Und naja, darauf kann man erstmal verzichten. Oh, hier die Zipan, die Zikaden hier auf den Ästen. Laut. Viel zu laut. Ein Schlag, ein Toter. Sür. Ich habe mit den Leuten da gerade nicht gesprochen gehabt, weil ich hier erstmal die Blutfliegen umschnetzeln wollte. Okay. Machen wir es aber gleich trotzdem nochmal. Ah, okay, ein Grafikbug, aber nein. Ist ja egal. So. Was macht ihr hier? Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln. Aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen. Und wir bestimmen den Preis. Mhm. Angebot und Nachfrage, ne? Eigentlich regelt nämlich Angebot den Preis. Moment, Nachfrage den Preis. So wie das Angebot. Oder? Komisch. Naja. Aber die können auf alle Fälle schön ihr Monopol aufrechterhalten, weil die hier den gesamten Sumpf besetzen. Hey, was bist du hier für ein? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Ich weiß nämlich nicht, ob wir dem Schaden zufügen können, weil er gerade so schön einzeln dasteht. Hi, das klappt sogar. Hätte ich nicht gedacht. Weil der hat ein schickeres Schwert, so scheint es mir gerade. So, jetzt müssen wir bloß mal kurz rausfinden, wie wir den am dümmsten mal umhauen können. Na, okay. Oder ob wir ihn gar nicht umhauen können. Die Waffe weg! Schade, okay. Dann lassen wir es lieber, weil ich habe mal so einen gewissen Respekt vor Leuten, die hier einen Namen tragen in diesen Spielen. Denn, ja, wie soll ich sagen, das sind alles hauptsächlich Questgeber und naja, wenn man sich mit denen verscherzt und die mit einem dann nicht mehr sprechen, dann ist man des Todes geweiht. Weil dann kann man eigentlich gleich das Spiel von neu starten oder ein Safe Game nutzen, den, wo man es noch nicht verkackt hatte. Okay, ich guck gerade, wo man den am dümmsten ärgern könnte. Hey, ganz ruhig. Okay, bei dem könnten wir vielleicht ein paar Chancen haben. So, ich gucke jetzt gerade besser mal, ob wir hier vielleicht irgendwo jemanden noch in der Nähe haben. Seid mir nicht, nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt hier so mehr oder weniger cheate. Das ist ja nicht... Wir sind ja alle Verbrecher. Also zweimal kann ich schlagen, ohne dass da irgendwas passiert und dann muss ich in den Block gehen. Die Waffe weg! Komm schon, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Jetzt bin ich ehrgeizig. So. Die Waffe weg! Mhm.
Cool ist eigentlich bei diesem Spiel unter anderem auch die Möglichkeit, alle Gegner schon im ersten Kapitel Platz zu kriegen. Das ist wirklich möglich. Das ist, werden wir auch dann noch im zweiten Teil herausfinden. Oder das werde ich euch dann demonstrieren, dass man da eigentlich auch schon so gut wie alles mehr oder weniger besiegen kann. Wenn man sich selber es zutraut. Das ist eigentlich immer eine mentale Frage, ob man sich selber zutraut. So. Die Waffe weg! Nein! Wollen wir aber nicht machen. So. Aber man muss dann auch mal mit solchen Zeug arbeiten. Wie wie Baumstämme oder hier irgendwelche Vorsprünge. Aber ich habe hier leider gerade nicht wirklich was gesehen gehabt. Oh doch, das hier, das könnte was werden. Scheiße. Schade. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass der Typ da hinten uns da, das auch übernimmt. Okay, das kriegen wir doch nicht hin. Tut mir leid, also dafür, dass ich die Zeit hier uns gestohlen habe. Keinen besonderen Move, um den da umzuhauen. Die Waffe weg! So, jetzt probiert noch mal kurz noch den letzter Try mit einem Einhandschwert. Die Waffe weg! Ah, wie lachhaft! Wie lachhaft, geil. So, Moment. Da. So, okay, dann lassen wir das komplett erstmal sein. Und wir gehen erstmal weiter. Wir gehen erstmal weiter und labern jetzt mit den einzelnen Leuten. Fangen wir mal hier an. So, Freunde, da begrüße ich euch auch gleich zurück zu der Aufnahme. Ja, mir ist da vorne das abgeschmiert. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe jetzt auch nochmal rumprobiert gehabt und ich... Oder, ja, was heißt rumprobiert? Ich habe meinen Bruder gefragt gehabt, wie man das hier deichseln könnte. Und der hat mir den Tipp genannt. Beim nächsten Mal bringe ich dich um! Das hier, erstmal so lange draufhauen lassen, ja. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich etwas Erz behalte. So. Weil die töten uns ja nicht, die verwehrten Freunde. Jetzt hat er uns 39 Erz geklaut, weil wir ja nicht so viel auf der Tasche hatten. So. Er nimmt uns immer nämlich die Hälfte weg. Gut. Aber mehr beraubt er uns nicht. Er hat bloß unseren Stolz angekratzt. Jetzt gehen wir einfach nochmal hier auf unseren Zweihänder und... Gib mir nochmal den Rest. Bums. Dann haben wir auch die IP bekommen. Und ja, jetzt können wir den hier auch unseren 39 Erz wieder abgluchsen. Und wunderbar. Aber jetzt haben wir zwar das schicke Schwert, der ist uns auch nicht böse. Und ich muss euch leider mit Bedauern sagen, das ist jetzt die Hüterklinge, die wir uns gleich anlegen. Aber die hat im Vergleich zu dem anstatt 70, 71 Schaden. Wenig Zeit haben, das also, zu bereuen. Ist jetzt nicht so viel. Willst du dich nochmal mit... Ah, nö. Gut. Somit könnte man sich das Schwert besorgen. Wir haben es jetzt gemacht. Und naja, es ist jetzt uns auch kein Nachteil entstanden. Und mit uns sprechen auch alle Leute. Und naja, jetzt haben wir das stärkste Schwert aus dem ersten Kapitel. Kann man so sagen.
Weil die Zweihandschwerter sind immer die stärksten, so muss man es sagen. Und ich kämpfe liebend gern mit den Zweihändern, weil ich mal der defensive Kämpfer bin. Das wäre ideal. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe, der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Nein. Hey, hey, hey. Okay, das war eine flammende Predigt. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Das ist jetzt für Leute... Weil wir haben am Anfang nicht gesprochen gehabt. Und es hätte nämlich Lester, das ist der, das ist Novize vom Anfang des Lagers, vom Eingang des Lagers, der hätte uns nämlich gesagt, hey, man darf nämlich nicht mit den Gurus sprechen, die sprechen nämlich nicht mit einem. So, der sagt, der spricht aber mit uns, der hält hier die flammende Predigt und deswegen könnte man hier die Gesprächsoption auswählen. Hey, du hast mich ja angesprochen. Aber wir bleiben jetzt erstmal ganz cool, bedeckt und sagen erstmal nichts. So. Moment. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Schön. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Okay, dann sag's mal. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Nein, das kriegen wir hin, wa? So. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber... störe nicht den Meister bei der Meditation. Ja, okay. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Barbaren. Okay. Also werden wir dann im alten Lager mal gucken, ob wir da jemanden finden. Aber ich denke doch mal. Ich denke doch mal. Oder eventuell doch im neuen Lager. Wir werden sehen. Wir werden das noch früh genug erfahren. Hier sind wir erstmal bei der Schmiede und gucken mal uns die ganzen Statisten an. So, hier haben wir noch Darion. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Gut, dann wollen wir mal handeln. Ich will mit dir handeln. So. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Okay.
Was hat er denn? Er hat ein paar Bolzen, Pfeile, ne, Knüppel, Handank, Schmiedehammer, Bogenschwert. Naja, nichts Besonderes. Gut, wir werden ihm aber mal ein bisschen was von seinem... Wenn du meinst. Von seinem Erz abzwacken.